Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück zu Medieval Dynasty. Ja, falls ihr euch wundert, warum wir jetzt nicht an der Stelle sind, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich hatte ja noch gesagt am Ende des letzten Videos, dass wir noch ein bisschen weiterlaufen, weil wir brauchen ja noch, wir wollten ja mal schauen, was es noch an Villagern gibt, beziehungsweise wo wir denn auf der, wo wir Kohl und rote Beete bekommen. Wir waren ja in Hornica. Dann bin ich mal hier lang gelaufen. Wir haben jetzt noch mitten in der Nacht, wie man sehen kann, frühe Morgen. Was ist denn passiert? Ich bin schmutzig geworden, wie man auf der linken Seite unten sehen kann. Und ich habe ein paar Stöcke eingesammelt, damit ich mir mal ein Lagerfeuer bauen kann. Nee, habe ich nicht genug eingesammelt. Okay, kein Problem. Können wir aber doch noch korrigieren. Was nicht ist, kann ja noch werden. Also, und zwar, ich möchte jetzt ja, wir sind am dritten Tag des Sommers, also den letzten Tag, und ich kann mir gut vorstellen, dass die Questreihe von den aktiven Quests dann endet, wenn man in die nächste Jahreszeit wechselt. Da unser Quest hier oben mit dem kleinen Gemüsegarten, na, wie heißt der? Ein kleiner Garten. Wir brauchen Flachssamen, wir brauchen... Ah, nee, das ist die Belohnung. Ist auch witzig, oder? Wir kriegen einen Flachssamen. Was sollen wir denn damit machen? Das ist ein bisschen sinnbefreit, oder? Okay, wir brauchen Kohlsamen und wir brauchen rote Beetesamen. Jetzt waren wir überall auf der Karte. Wir waren überall unterwegs. Nirgendwo gibt es die rote Beete. Und hier haben wir jetzt rote Beete gefunden. Ich sag mal, wenn ich das jetzt zusammengeschnitten hätte, wäre es ja nichts anderes gewesen. Also ich hoffe, dass das für euch okay ist, dass ich jetzt dann diesen Sprung hier gemacht habe. Mehr ist nicht passiert. Ein paar Wildschweine haben an mir geknabbert unterwegs, aber ich habe das ganz gut überstanden. Jetzt bauen wir uns ein Lagerfeuerchen. Abseits vom Lager, weil wir wollen den Leuten ja keine Angst machen. Keine Angst machen, so grillen wollen wir nicht. Wir wollen ein Schläferchen machen. Oh, die Sonne geht auf. 6 Uhr oder was? Oh, 7.02 Uhr. Wunderbar, das Feuer ist aus. Lassen wir auch einfach mal aus, weil wir wollen jetzt die rote Beete holen. Und gegebenenfalls, ich hatte überlegt gehabt, wir wollen ja die Taverne bauen. Aber wie sieht man oben, der gelbe Balken. Dritter Tag des Sommers, das heißt der Herbst steht vor der Tür. Wir müssen uns ranhalten. Ich würde sagen, Dagobert Duck, was hast du für uns? Quack, quack. Hast du deinen ersten goldenen Taler noch irgendwo hinten liegen? Mal schauen. Dünger. Oh, cool, er hat das sogar schon direkt. Ich wusste, dass es das jetzt hier gibt, aber ich wusste jetzt nicht mehr, wer es hat. So, jetzt muss ich mal gerade schauen. Steht hier dabei, wann die wachsen. Er kann im Frühling gesät und im Sommer geerntet. Ah, Mist, wir haben Sommer. Oder im Sommer gesät und im Herbst geerntet. Okay, eine Zeit später. Benötigt einen Beutel, ja, das ist ja klar. Wie ist mit rote Beete? Kann im Frühling gesät und im Herbst geerntet. Okay, also rote Beete könnten wir jetzt nicht mehr sehen. Wir sollten in dieser Folge darauf achten, dass wir hingehen, vielleicht ein bisschen ein Feld noch zumindest mal anbauen, das wir im Herbst abernten könnten. Das wäre in dem Fall Kohl. Kann oder im Sommer gesät und im Herbst geerntet. Also immer eine halbe, also ein, was heißt eine halbe, ein Vierteljahr später. Das heißt, wir könnten Kohlsamen kaufen. Wir haben ja auch ganz gut Kohle momentan. Genau, Kohle für Kohlsamen. Ich würde aber gerne ein bisschen rote Beete. So, die werden ja nicht schlecht, die Samen. Sollen wir da ein bisschen was... Wir können auch hingehen, wir können ihm... Wobei, wir haben Karotten, haben wir gehabt für diesen... Ja, hier kriegen wir auch nicht viel für Karotten. Ist es auch von dem Ort, von Ort zu Ort verschieden? Passt mal auf, wir gehen erstmal hin. Wir haben aktuell 586. So, kauf das mal. Ich habe ein bisschen Zwiebelsamen. Ich habe sogar schon was... Aber wir hatten ja Dünger gemacht gehabt, deswegen. Karottensamen verkaufen wir auf jeden Fall nicht, weil das ist ja viel zu teuer, das dann wieder zu kaufen. Federn. Komm, wir verkaufen auch mal ein paar Federn. Zwiebeln würde ich gerne aufheben. Auch das... Ich würde gerne halt noch weiteres Fleisch mit Soße machen. Da ist ja Zwiebel und gebratenes Fleisch. Ach, da ist der Karotteneintopf gar nicht drin. Sollen wir die Hälfte an Karotten verkaufen? Ja, wobei... Ist eigentlich recht sinnbefreit, oder? Wir kriegen... Ach doch, wir kriegen ja pro Feld mehr als eins raus. Okay, das heißt, das können wir schon machen. Das heißt, wir verkaufen mal ein paar Karotten. Jetzt sind wir geldmäßig gut aufgestellt. Wir haben bereits Kohlsamen. Das heißt, wir brauchen rote Beete. Und ich würde sagen, wir würden auch mal selber rote Beete auch anpflanzen, oder? Dadurch, dass die Samen nicht schlecht werden. Also zumindest haben wir es noch nicht gemerkt. Wir können uns ja ein kleines Feld machen. Unsere kleinen Felder sind... Was heißt unsere kleinen Felder? Unsere beiden Felder sind ja quasi kleine Felder. Die sind... 3 mal 4, oder? Also 12. Mal gucken, was das kostet. Boah, ist richtig teuer. Ja gut, wir machen das jetzt mal. Boah, ist das teuer. Wir kaufen rote Beete. Wir brauchen, wir dürfen eins nicht vergessen, wir brauchen rote Beete. 2 Stück für die Frau.
Dann komm, kauf mir noch mal zwei. Kohlsamen brauchen wir auch für die Frau. Da kaufen wir auch 12 noch dazu. Was ist das? Ist so teuer. Okay, schaut mal, wir sind jetzt von 700 auf 258 oder sowas runter. Das ist bitter. Dann würde ich sagen, schauen wir mal hier gerade nach. Oh, es gibt eine Quest hier. Oh nein. Wollen wir eine Quest machen? Ist unser Quest noch aktiv, hoffentlich? Kleiner Garten ist noch aktiv. Wir sollten mal zurück und das auch dann abholen. Oh. Komm, wir machen mal Folgendes. Wir speichern mal. Und gucken mal, was das Quest für ihn ist. Poznan. Hallo, ich bin Poznan. Grüß dich, mein Bauch tut weh. Komm, das ist meine Frau. Richtig gute Frau. Okay, sorry. So. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Bin schon alt und kann keine Werkzeuge... Wie alt ist er? 52? Ja gut. Keine Werkzeuge herstellen. Könntest du mir bitte eine Axt besorgen? Natürlich mache ich das. Hier, ansprechen. Kriegst es. Oh. Der will keine... Ich sag bloß, der will eine richtige Eisenaxt. Er braucht zwei Steinäxte. Okay, pass mal auf. Crafting. Was brauchen die Steinaxt? Stock und Stein, Stock und Stein. Das machen wir gerade noch. Und dann gucken wir uns mal, was die Villager hier so machen. Das ist ja leicht verdientes Geld. Das machen wir jetzt mal schnell. Stock und Stein. Also hier, babam, babam, babam. Und schon sind wir mit wieder dran. Tada! Brauchen wir jetzt noch nicht mehr viel, oder? Jetzt brauchen wir nur noch Steine. Und das wissen wir aus Erfahrung raus, dass das unter Umständen schwer sein kann. Ist das ein Stein? Nein, das ist auch ein Stock. Komm, auf Steine! Stein, einer. Ja. Beziehungsweise wir brauchen vier Steine. Weil wir geben ihm jetzt ja... Wir müssen jetzt eigentlich zwei Äxte herstellen. Können wir zwei Stück machen? Dafür brauchen wir 20 Stöcke. Ja, komm hier. Noch schon mal zwei. So, komm, das kriegen wir jetzt nochmal schnell hin. Cool, dass er immer die Gesamtmenge anzeigt. Wir wollen den Tag noch effektiv nutzen. Wir müssen es auf jeden Fall auch machen. Wir wollen hingehen und... So, 19. Jetzt haben wir 20. Komm, craft uns mal zwei Äxte. So, bitteschön. Oh, und Bärenbüsche. Die sammeln wir auch noch ein. Das klingt immer so brutal, wenn er die herstellt, die Äxte. Doch egal, was er herstellt. Die Bären sind nämlich jetzt reif im Sommer. Wir könnten auch mal ein paar Bären in die Kisten bei uns einlagern. Einfach damit die Vielfalt an Nahrung noch ein bisschen, das Nahrungssortiment weiter aufgefrischt wird. Leckere Bären zum Frühstück, das Brot zum Abend und, oder eher Brot zum Mittag. Und abends dann nochmal ein kräftiges Süppchen. Unseren leckeren Eintopf, Bogi Spezial. Beziehungsweise den Eintopf, den sollte man eigentlich am Mittag essen, weil die Leute sollen ja gestärkt dann sich auf die weitere Arbeit konzentrieren. Ich bin auch gespannt, was wir mittlerweile an Loks im Haus haben. In unserem großen Lager sollten jetzt ja auch ordentlich Loks zusammengekommen sein. Das letzte Mal hatten wir 24, kann das sein? Irgendwie sowas in dem Dreh. So, zeige ich mal her. Und die verkaufen wir wieder, aber ich mache das jetzt einfach nur, ich mache das des Geldes willen. Wir brauchen die Kohle. Wir waren jung und brauchten das Geld. Noch sind wir jung, deswegen müssen wir auch mal gucken, dass wir irgendwann dann auch den Nachwuchs in die Welt setzen. So, aber erstmal gerade mit hingehen, ihm die Äxte geben, dann noch ein paar Bärchen verkaufen. Wo ist er? Hä? Achso, weil wir den Quest gerade nicht folgen. Quest folgen. So, wo ist er? Hier sitzt er. Ah ja, klar. Poznan, hier ist die Axt, die du wolltest. Was haben wir gekriegt? Ganz ehrlich, wir haben nur Dynastiepunkte gekriegt. Ich danke dir vielmals. Von früher kenne ich ein paar Crafting-Rezepte und ich werde sie dir zeigen. Ja, geil! Was für welche? Was? Quest abgeschlossen, neue Axt. Was haben wir für eins bekommen? Technologie? Die Vogelfalle konnten wir vorher. Was kann er mir denn für, was hat er mir denn gegeben? Die können wir alle noch nicht. Die können wir nicht. Fleisch mit Soße. Eintopf, das konnten wir bereits. Aber ich würde echt mal interessieren, was haben wir denn jetzt bekommen? Sehen wir das irgendwo im Journal?
Abgeschlossen? Moment, wir gucken mal hier nach. Story-Quest, Nebenquest. Hier, die Axt, neue Axt. Ah, wir haben einfach was auf Crafting bekommen. Technologie, Crafting-Baum, Gebäude, Überleben, Landwirtschaft, Crafting. Das heißt, wir haben hier Crafting-Punkte bekommen. 95 und sind somit... Ja, wir sind von der Stufe 1000. Da waren wir schon gewesen. Also wir haben jetzt kein weiteres Rezept bekommen. Aber trotzdem, cool. Das ist auf jeden Fall echt nicht schlecht. Was hat denn der zweite Händler? Wer bist denn du? Was sind das? Was haben die... Was ist da drin? Ach, Schafe oder sowas. Was könnt ihr denn? 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ey, so schlecht wie Gottfried oder Gottfried war noch keiner. Oh, was macht denn das Kind da? Hallo Mama, ich reibe meinen Poppes an deiner Hose ab. Oder an deinem Kleid. Und was kann sie? 6, 7, 8, 9. Ey, ganz ehrlich. Ey, ihr seid nicht wirklich gut hier oben in dem Dorf. Das darf man halt auch nicht sehen. Ja, auch nicht vergessen. Hast du einen Moment Zeit? Kann man die heiraten? Nee, Gottes Willen. So. Ich habe jetzt eben nur gedacht, weil das die... Oh cool, eine Näherin haben die hier. Woll, oh cool. Gibt gute Sachen. Ich bin mal gespannt, ob die auch Bären trotzdem kauft. Kann man die verkaufen hier? Jo. Zack. Ja, wieder ein bisschen Geld gebracht. Wir können auch vielleicht mit Soße verkaufen, wieder Neues herstellen. Das können wir aber unten auch alles bei uns im Dorf machen. Also ich sag mal... Ja genau, apropos Fleisch mit Soße, Inventar. Wir machen jetzt folgendes, wir rennen zurück und... Naja, sollten zweimal essen. Oh, wir sind verletzt auch, ja. So, also, wir müssen gerne Heimat gehen. Das heißt, oh, wir sind ja sogar richtig nah und alles. Also das ist top. Ich habe übrigens einen kleinen Tipp hier oben, hatte ich gesehen gehabt. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen, ob es jetzt hier war oder hier. Gab es eine... einen sehr guten Villager, eine Frau, glaube ich, mit sehr viel Fertigkeitspunkten. So, wir rennen hier querfeldein, ist mir egal. Übrigens stinke ich unten auch. Ich habe mich schon gewundert, beim Rennen angefangen zu stinken. Kann sein, dass die Straße sehr staubig ist und ich dann quasi den Schmutz der Straße, wobei Nordosten, stimmt das? Ja, müssen ein bisschen eher hier rüber. Den Schmutz der Straße eingesammelt haben. Aber das ist nicht schlimm. Wir gehen einfach unten ins Wasser, wenn wir in unserem Dorf ankommen, damit unsere Bewohner uns wieder mehr mögen und nicht sagen, ja, der Bogi, boah, der stinkt wie ein Iltis und so, ja. Wie sieht's denn aus mit den Bewohnern? Wow, die war doch auf 2 gewesen. Also die anderen hier sind mittlerweile neutral. Nicht schlimm, dass Nidomira schon zufriedener ist als ich. Und sie blüht jetzt voll auf. Die war auf 2 gewesen. Ach, schaut mal, wir haben das sogar... Ich hätte auch ein bisschen aufs Alter gucken müssen, wen ich da wahrscheinlich heirate. Kann ich da mehrere heiraten? Ich glaube nicht, dass es geht. Wir machen jetzt hier keine Abkürzung, sondern wir sind ja nicht weit von zu Hause entfernt. Wir könnten hingehen. Ja, wir müssen an den Fluss halt runter. Wann sehen wir denn unsere Häuser? Die müssten ja bald ins Sichtfeld kommen. Wenn jetzt hier ein Bärenstrauch ist irgendwo noch, dann bin ich fast dazu verleitet, ihn ebenfalls wegzuschnabulieren. Sind es Bären hier? Es sind Bären, aber sehr wenige. Egal. Wett leer geplündert, was wir, wenn wir schon hier fern der Heimat sind, weil wir sind nicht fern der Heimat, ist egal, ich brauche einfach einen Grund, um jetzt Bären zu sammeln. So, so einfach geht's. Es war wirklich wenig Bären. Komm, da gehen wir was trinken. Und wir gehen ins Wasser rein. Oh, jetzt sind wir schön, schön sauber. Stehen hier genau, halt schön die Hände neben so, bisschen unten im Wasser hängen, alles gut. Doch, ist richtig. Ja, das stimmt. Ist ja auch geil. Ich wollte gerade sagen, hier wachsen 2 Bärenbüsche. So vereinzelt, würde mich wundern. Hier kann man super Steine einsammeln. Und hier liegen auch ganz viele. Ah ne, das sind andere Steine. Nein, es sind nicht andere Steine. Es sind Steine, definitiv. Aber natürlich halt nicht für uns abbaubar. Nein, 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 das geht leider nicht. Oh, Bärenbüsche. Wir folgen jetzt mal der Straße, komm. Jetzt sollten oben am Horizont auf dem Navigationsbalken auch bald mal unsere Häuser auftauchen. Was witzig wäre, wenn wir hier Bogihausen oder sowas hier, wie so Borovo, und dann haben wir dann Schilder, die darauf verweisen. Das wäre auch cool. Und ich kann euch jetzt schon ankündigen, was wir im Herbst machen. Wir bauen die Taverne. Laufe ich noch richtig? Krass, da ist unser Dorf. Wieso sieht man das nicht? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Doch, da vorne kommt es in Sicht.
Lassen stehen unsere Häuser. Sollen wir schon was wegtun, wenn wir jetzt... Na, wir gehen erstmal, wir rennen durch bis ins Dorf, um gerade mal die letzten Bären, die wir hatten, loszuwerden. Wir gucken, vielleicht finden wir noch ein paar. Ich könnte jetzt ein Feld hier anpflanzen schon, mit dem Dünger und so, aber das machen wir, glaube ich, gleich im Anschluss. Weil ich habe echt Angst, dass dieses andere Quest, wenn wir das irgendwie, weiß ich, keine Ahnung, 15 Uhr angenommen haben, dass es dann um 15 Uhr auch fertig ist oder irgendwie. Genau, hier können wir nämlich dann anpflanzen. Ah, sollen wir es gerade machen? Nein! Was mies wäre, wenn wir jetzt alles, was wir im Inventar haben, dann sagen zu der Dorfbewohnerin für ihren kleinen Garten, ach, wir sind sehr gnädig. Hier, die gute Frau, nimm doch einfach alles. Oh, Bären, Bären, Bären. Oh, aber schon abgeerntet von mir. Sieht so aus, als ob Bogi schon mal hier war. Der gemeine Bärendieb war schon hier. Ups. Na gut, jetzt komme ich besser an die Bären ran. Fichtenzweige. Wobei, wir könnten auch mal bald ein paar Zweige einsammeln. Wobei, ich glaube, auch Zweige werden automatisch im Lager gesammelt. Mal schauen, wenn wir das Lager aufbessern. Wenn wir genug Holzblocks haben, sollten wir auch hingehen und das Dach ausbessern. Weil wir haben unser Dach ja noch teilweise aus Stroh. Weil, denkt dran, Herbst, ja? Mhm. Und dann ist der Winter nicht mehr fern. Und dann wird es wieder kalt. Die Nahrungsvorräte sollten aufgefüllt sein und wir sollten auf jeden Fall genügend Brennholz haben. Wir haben ja einen Bewohner. Ein Bewohner haben wir mehr. Durch den weiteren Bewohner brauchen wir natürlich auch mehr. Wobei, also wir brauchen definitiv mehr Nahrung. Ob wir mehr Brennholz brauchen? Die neue Dame ist ja mit eingezogen in ein Bestandshaus. Ich bin mal gespannt, wann da einer schwanger wird oder sowas, weil die können selber zu Paaren werden irgendwann. Weil die sich dann aneinander gewöhnen. Boah, nochmal Bärensträucher. Warum gibt es denn so viele Bärensträucher? Das machen wir. Alles wird eingesammelt. Nichts wird zurückgelassen. Wir nehmen alle Verletzten wieder mit. Boah, links des Weges sind auch welche. Ah, jetzt mit der besseren Grafik sieht man die Bären auch richtig gut. Es war vorher nicht so. Es gab Zeiten... Im Mittelalter, da konnte man Ahornzweige nicht von Bären unterscheiden. Wie eben gerade, die ich aufgehoben habe. So. Jetzt haben wir genug. Jetzt gibt es bestimmt keine Bären mehr am Weg. Komisch, warum laufe ich dann eben durchs Gebüsch extra schon so, damit doch mit der Hoffnung, noch weitere Bären zu finden. Nein, 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 nein. Ist auch Bären. Eigentlich ist es wie im echten Leben, oder? Wenn es so Bärensträucher wären, die direkt am Weg neben sind, die wären bestimmt weg, weil die Leute im Vorbeigehen natürlich gerade dann Lust haben und dann probieren sie. Und dann wird genascht. Und wir kriegen hier Flachsamen. Ganz ehrlich, das wäre echt ein. Wir kriegen da einen Flachsamen als Belohnung. Wieso sind das jetzt 200. Wieso ist die 240 Meter weg? Ich hoffe mal. Nein! Hä? Wo ist die denn? Wir mussten die Flachsamen nach Borovo bringen. Wir müssen die gar nicht hierher bringen. Aber ich komme nicht über die Palisade, oder? Ach Gott. Wir müssen einmal durchs Wasser. Das habe ich nicht bedacht. Ups. Entschuldigung. Enten, erschreckt euch nicht. Ich tue euch nichts. Steht schön hier beschützend vor seinem Kind. So gehört sich das. Ah. Das war da drüben. Und wo haben wir das jetzt denn geholt? Wir hätten jetzt hier... Na, guter Weg. Wir haben jetzt keinen nicht wirklich Weg gespart oder so. Und hier müssen wir auch noch hin. Hier liegt noch unser Speer. Unsere Markierung. Und ich habe vor, sobald wir den nächst besseren Bogen haben, diesen Recurve-Bogen oder Jagdbogen oder was, dass wir dann hingehen. Was krass wäre, wenn jetzt irgendwie ein neuer Patch drin wäre und man würde ertrinken auf einmal. Und ich laufe jetzt hier so durch. Blub, blub, blub. Komm. Also man scheint nicht zu ersticken. Also zu ertrinken. Quasi dasselbe. So, komm, wir schaffen das. Auf jetzt rüber. Dann gehen wir rüber zu uns und bauen noch schnell den Kohl. Den Kohl oder die rote Beete? Ich hoffe, dass wir die Infos kriegen, auch wenn man den Samen anklickt. Aber ich glaube, wir konnten. Eins ging ja gar nicht im Sommer anzupflanzen, oder? Weil schon tief hier. Da ist es gut. Mal gucken. Diesen einen Flachsamen, ey, das ist so ein Witz. Ich hoffe, dass es sich da um eine ganze Ladung Flachs oder so handelt. Ansonsten werde ich echt wütend hier in dem Dorf. Hallo. So, wo bist du? Du bist gar nicht hier. Was ist trotzdem mit euch? Lass mich mal die Ausdauer kurz hochgehen und lass mich euch mal scannen. 5, 7, 8, 9, 11, ja. Auch nicht so wirklich der Knaller. Oh, hi. So, bitteschön. Hier.
Juhu! Ey, der hat uns echt einen Flachsamen gegeben. Wunderbar. Ich werde sie sofort meinem Garten. Hab ich meinen Gärtner. Er hat einen Gärtner angeheuert oder was? Gärtner geben. Ich danke dir. Hier, nimm diese Münzen und ein paar Samen, die ich nicht noch übrig hatte. Ich helfe gern. Von wegen, das ist gelogen. Ich helfe überhaupt nicht gerne. Also in dem Fall nicht. Gibt's hier einen Händler? Komm. Du siehst aus, Ida, als ob du ein paar Eier. Cool. Was auch cool wäre. Gut, das ist ja kein ausgebrütetes Ei. Was auch geil wäre, wir könnten so ein Ei nehmen, nee, was Feuer legen und irgendwie selber ausbrüten oder so. Sollen wir uns echt ein paar Bären mal ins Lebensmittellager legen? Die werden doch schlecht halt irgendwann. Nee, ganz ehrlich, wir brauchen die Kohle eher, oder? Wir testen es mal. Wir lassen es einfach mal so. Jetzt haben wir noch 15 Bären. Ich dachte eben gerade, die hat eine Zwangsjacke an, die Hände so voll drin gefangen. So, wir müssen jetzt zu unserem Dorf. Das ist da drüben. Können wir eigentlich über die Brücke auch gehen? Warum sollen wir denn wieder den beschwerlichen Weg nehmen? Was haben wir jetzt noch an Quests offen? Wir haben Alvins Geschichte, das heißt, wir müssen Bogen schießen. Unigost, wir warten auf weitere Ereignisse. Neuankömmling, klar, wir brauchen noch doppelt so viele Dorfbewohner. Da kommen wir noch hin. Ich habe ja schon den nächsten Dorfbewohner in Aussicht, aber ja, ganz ehrlich, ich möchte den Dorfbewohnern auch ein bisschen was bieten können. Zum Beispiel Bären. Ja, sind noch welche hier? Nein. Den Dorfbewohnern ein bisschen was bieten, in der Form, dass ich ihnen auch die Taverne baue und wir uns dann auch echt mal ein bisschen das Mikromanagement von den Häusern und sowas da und von den, wie sie da arbeiten und dass sie auch die richtige Rubrik haben, wo sie drin beschäftigt sind und solche Sachen halt. Ist ja nicht unwichtig in dem Spiel. Ich sag mal, jetzt haben wir ja ein bisschen Zeitdruck, ist ja nicht mehr so da, gell? Lalalala. Also, wir packen die ins Lager. Ich sag mal, vielleicht gibt es im Herbst sogar. Also, genau genommen, insofern sie nicht verdorben sind bis zum Herbst, sollten sie im Herbst mehr Geld bringen, weil. Überlegt euch mal, wann esst ihr die Erdbeeren am liebsten? Na, wobei, das ist eine falsche Frage. Weil es ist ja so, Erdbeeren wachsen im Sommer. Und wir essen gerne Erdbeeren. Also, ich esse gerne Erdbeeren. Und im Winter wären doch frische Erdbeeren richtig geil. Aber wie es auch so ist, auch wenn sie eingefroren sind, dann sind sie nicht mehr so wirklich frisch. Und wenn sie jetzt irgendwie aus Holland oder so kommen, ja, sind sie auch nicht so lecker. Ja, ist schwierig, ja. Aber ich glaube jetzt hier im Mittelalter, Bären im Sommer kann jeder sich im Wald hier holen oder sowas. Ist ja nichts Besonderes. Und aber wenn wir hingehen und dann im Herbst sagen, hier mein Liebling, ja, ein paar Bären für dich, dann ist sie uns wieder direkt stimmungsmäßig 10 höher. Oh Mann. Ganz ehrlich, im Notfall verkaufe ich die mit 75 Haltbarkeit im Herbst noch. Aber das muss ich alles, ich muss das einsammeln, es geht nicht anders. Oh, es tut mir leid. Die Bären. Die leckeren Bären. Ich glaube, wenn wir die selber essen, so ein Bären-Eintopf wäre auch cool, wenn man den irgendwie machen könnte. Vielleicht gibt es ja auch. Das wäre dann mal ein Gericht, das man nicht zu jeder Jahreszeit, oh, unsere Frau geht zur Arbeit. Wäre ein Gericht, das wir nicht zu jeder Jahreszeit machen könnten. Aber wie cool, dass die Bärenbüsche so dicht hier ranwachsen. Müssen wir uns mal merken, ob die im nächsten Frühjahr. Ups, Stein. Der ist schwer verdaut. Oh, hier liegen auch noch Bären. Das sind zu viele. Aber wir brauchen bestimmt im nächsten Frühjahr. Ich meine, das dauert noch ein halbes Jahr. Aber dann werden wir bestimmt wieder Steuern zahlen müssen. Steuern wie blöd für unsere geilen Hütten, die wir hier haben. Und gerade wenn wir eine Taverne haben oder sowas, dann sagen die bestimmt, ey Bogi, du unterhältst da ein Spielcasino, Glücksspiel, im Mittelalter, doppelt teuer. Das kann passieren. So, wie sieht's aus? Haben wir jetzt alle Bären abgepflückt? Ich will jetzt nicht alles hier Bären pflücken, so, genug jetzt. Genug, genug, keine Bären mehr. Keine Bären. Oh Gott, da sind ja wohl noch Bären. Dumm die Dumm, habt ihr ja schon den zweiköpfigen Affen gesehen? Nein, das ist so ein Witz, wie den dreiköpfigen. War der zweiköpfige Affe? War das bei Monkey Island? So, jetzt. Letzte Strauch. Egal, ob da Bären steht. Wir gehen erstmal in unser Lebensmittellager. Das ist hier die kleine Hütte. Schmeißen die Bären rein. Ja, doch. Ah, die haben eine Karotte nur übrig gelassen. Die hauen gut rein hier im Dorf. Boah, Bären hier. Ich bin mal gespannt. Vielleicht mit Soße heben wir auf. Vielleicht mit Soße 25, ich weiß nicht mehr, wir haben aber, ich glaube, 40 oder so reingetan, oder? Das heißt, die haben ordentlich reingefuttert. So verdorben, ist hier was anderes Verdorbenes drin? Wir müssen auch mal ein bisschen, ja hier, so Sachen, das müssen wir eigentlich essen, gell? Weil das ist halt,
Wie hoch ist unsere Nahrung gerade? Die Sachen, die werden halt schlecht. Ja, müssen wir mal gucken. So. Wir wollten an dieses Feld hier. Hier wächst ja fast, gell? Was wächst denn hier? Tasche Dünger auf ungeflügt? Geflügt. Das heißt, wir brauchen noch Dünger eigentlich. Haben wir noch Dünger? Wir können Dünger hier herstellen. Haben wir was Verdorbenes wieder? Oh, wow. Also der ist schon... Boah, das... Das Problem ist, das müsste... Das darf halt alles nicht hier rein. Das ist ein falsches Haus auch. Das muss eigentlich rüber. Außer wir wollen es vergammeln lassen. Wir brauchen ja hier auch noch was Vergammeltes. Kommt ganz ehrlich, dann lassen wir diese schlechten Pilze und sowas. Riesen... Also der Riesenschimmelpilz, das hätte ja voll gepasst dann auch, wenn das Ding zu Schimmel wird. Wir haben jetzt nichts Vergammeltes mehr, den Eintopf. Wir können jetzt kein weiteres... Wir haben keinen weiteren Dünger. Außer wir hätten in irgendeiner Hütte noch Dünger liegen. Hier eben gerade war kein Dünger drin, oder? Doch, hier ist Dünger drin. Kaputte Sachen sind jetzt hier nicht drin. Haben wir unseren Saatgutbeutel noch? Den haben wir noch. Also. Dünger. Okay, jetzt brauchen wir die Hacke. Die ist auf der 7. So. Also. Jetzt haben wir hier ein geflügtes Feld und wir können was anpflanzen. Das machen wir auch jetzt mal. Und zwar, indem wir jetzt sagen... Ach cool, da zeigt schon automatisch an, was in dieser Jahreszeit geht. 12. Okay, bitteschön. Da werden wir das nächste Mal Kohle haben. Helmut. Und ich mal gucken, ob wir mit dieser 12-Vermutung... Ich glaube, wir haben zu wenig. Aber wir kriegen ja... Wobei, wir müssen aufpassen. Ich glaube, wir müssen irgendwie auch aus den Sachen selber wieder Saatgut machen. Ansonsten kaufen wir das jedes Mal wieder. Wir kriegen da zwar sehr viel Kohle, aber nicht automatisch Samen. Schaut mal, wie gut es aufging. Hier, 2, 1, ha? Habe ich es richtig gemacht? Perfekt. Was ist mit unserem zweiten Feld? Wächst da gerade was drauf? Da waren Karotten drauf gewesen. Das ist gepflügt. Das ist auch schon bereit, dass wir was aussehen können. Wie groß ist denn das? Das ist auch... Das sind 2. Da ist aber jetzt nochmal was anderes kaufen. Kohlen 0, Dünger 14. Ja, schade. Wir werden es brach liegen lassen. Was sagt denn die Uhrzeit? 16.11 Uhr. Ich würde sagen, wir machen mal einen Break an dieser Stelle. Wir gehen in unsere Hütte rein und spielen dann in der nächsten Folge weiter. Oh, mal gucken, was unsere Frau so sagt. Es ist halt Klatsch und Tratsch. Ja, findest du gut. Wie ist es dir ergangen? Zustimmung 10. Also eigentlich muss sie... Oh, ist bei ihr ist auch die Zustimmung wieder ein bisschen runtergegangen. Ist das so? War die nicht auf 29? Nee, auf 28 war sie. Okay, aber hier. Auch gut. Sag mal, da kann man mit arbeiten. Was haben wir denn? Wir haben Holznachfrage. Wir haben so viel Brennholz. Nahrung. Also ich sag mal... Entwicklung, Farm. Warum sind wir auf... Ach, das ist wie groß unser Dorf ist oder was? Nach dem abhängig von Bevölkerung und Gebäudelimit wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, dann nutzen wir den Rest des Tages noch, um die Taverne zu bauen, aber in der nächsten Folge. Also sage ich mal so, vielen lieben Dank fürs Einschalten und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Medieval Dynasty mit mir und mit euch. Also bis dann, macht's gut, ciao.